Herr Tonka, der Deutsche Bundestag hat lange über das Thema Euro-Stabilität debattiert und einen Entschließungsantrag verabschiedet. Was ist der Sinn und Zweck dieses Antrags? Ja, die Bundesregierung verhandelt ja mit den Partnern in Europa über Maßnahmen, um den Euro zu stabilisieren. Da geht es vor allem um Unterstützung für Griechenland jetzt in den nächsten Wochen. Und der Bundestag hat beschlossen, was er für eine Position hat und möchte, dass die Bundesregierung das eben auch mitverhandelt. Das gibt es übrigens nur in Deutschland. Wir sind das einzige Parlament, das seiner Regierung einen offiziellen Verhandlungsauftrag mitgibt. Und das haben wir jetzt eben heute aufgeschrieben. Und was sind diese Kernforderungen des Deutschen Bundestages? Na, einerseits sagen wir natürlich, es ist unser Interesse, dass der Euro weiter stabil bleibt, dass es in Europa nicht mit der Wirtschaft bergab geht, dass das nicht zusammenbricht. Und das droht durchaus, wenn man gar nichts macht. Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht sein, dass alle Euro-Länder zusammen einfach nur Geld geben für ein Land, das zu viele Schulden hat. Denn dann machen die ja einfach so weiter. Also haben wir gesagt, das geht nur, wenn die griechische Regierung ein ganz striktes Reformprogramm vorlegt, auch vor allem Privatisierungen mitmacht, dass man mehr Geld in die Kasse kriegt dort. Und vor allem auch, dass private Gläubiger, also Banken, Investoren, Versicherungen, alle, die Geld anlegen, auch haften müssen. Wenn das Land, dem sie Geld geliehen haben, nicht mehr zahlungsfähig ist, dann müssen die auch haften. Ansonsten werden die das auch weiterhin tun. Und das verlangen wir schon, dann helfen wir auch. Aber ohne, dass man auch strenge Kriterien anlegt, wird es nicht funktionieren. Gäbe es denn eine Alternative zu einem weiteren Hilfspaket? Man kann alles Mögliche prüfen. Wir haben uns das auch überlegt. Das Problem ist eben, dass wenn Griechenland nicht mehr zahlungsfähig ist, und das ist es, wenn jetzt nicht geholfen wird in den nächsten Wochen, dass wir nicht ausschließen können, dass das eine ziemliche Katastrophe auch gibt für die Wirtschaft in Europa insgesamt. Denn wenn ein Euroland pleite geht, ist es sehr wahrscheinlich, dass andere Euroländer, meinetwegen irgendwo in Südeuropa sonst, auch kein Geld mehr bekommen. Denn dann werden die Märkte sagen, oh, das ist alles sehr, sehr unsicher. Und eine Pleite halten wir vielleicht noch aus, aber wenn gleich mehrere unserer Europartner, mit denen wir ja wirtschaftlich sehr eng zusammenarbeiten, nicht mehr zahlungsfähig sind, dann hat das für Deutschland ganz massive Konsequenzen. Man kann das nicht ausrechnen oder beziffern, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das weit teurer werden würde, als zu helfen. Vielen Dank.